Der Binger Mäuseturm. Zu Bingen ragt mitten aus dem Rhein ein hoher Turm, von dem nachfolgende Sage umgeht. Im Jahr 974 ward große Teuerung in Deutschland, dass die Menschen aus Not Katzen und Hunde aßen und doch viel Leute Hungers starben. Da war ein Bischof zu Mainz, der hieß Hatto, der andere ein Geizhals, dachte nur daran, seinen Schatz zu mehren und sah zu, wie die armen Leute auf der Gasse niederfielen und bei Haufen zu den Brotbänken liefen und das Brot nahmen mit Gewalt. Aber kein Erbarmen kam in den Bischof, sondern er sprach: Lasset alle Arme und Dürftige sammeln in einer Scheune vor der Stadt. Ich will sie speisen. Und wie sie in die Scheune gegangen waren, schloss er die Türe zu, steckte mit Feuer an und verbrannte die Scheune samt den armen Leuten, jung und alt, Mann und Weib. Als nun die Menschen unter den Flammen wimmerten und jammerten, rief Bischof Hatto: Hört, hört, wie die Mäuse pfeifen! Allein Gott, der Herr, plagte ihn bald, dass die Mäuse Tag und Nacht über ihn liefen und an ihm fraßen und vermochte sich mit aller seiner Gewalt nicht wieder sie behalten und bewahren. Da wusste er endlich keinen anderen Rat, als er ließ einen Turm bei Bingen mitten in den Rhein bauen, der noch heutiges Tags zu sehen ist, und meinte sich darin zu fristen. Aber die Mäuse schwammen durch den Strom heran, erklommen den Turm und fraßen den Bischof lebendig auf.